Ab dem 8. April fallen im Land auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen. Bis zuletzt mussten Besucher von Krankenhäusern und zum Beispiel Reha-Einrichtungen eine FFP2-Maske tragen. Das galt auch für Patienten und Besucher von Arztpraxen. Mit dem Ende der letzten Schutzmaßnahmen des Bundes laufen nun sämtliche Corona-Beschränkungen aus. Bereits am 1. März hatte das Land Baden-Württemberg seine Corona-Verordnung aufgehoben. Landesgesundheitsminister Manelucha hält diese Entscheidung für vertretbar. Dennoch solle man auch in den nächsten Monaten Rücksicht aufeinander nehmen.